Im Westviertel in Essen ist am frühen Morgen ein Wohnhaus, ein Wohnkomplex in Brand geraten. Es handelt sich bei dem Brandobjekt um einen L-förmigen Gebäudekomplex. Die Gebäude seien aus bislang unerklärlichen Gründen nacheinander in Brand geraten. Die Häuser wurden evakuiert, die Bewohner in einem nahegelegenen Hörsaal der Universität untergebracht. Das Feuer außer Kontrolle. Der gesamte Wohnblock mit rund 50 Wohnungen steht in Vollbrand. Die Flammen fressen sich an der Fassade entlang über mehrere Etagen. Die Feuerwehr geht von 100 Bewohnern aus, die von dem Feuer betroffen sind. Um 2.15 Uhr geht der Alarm bei der Feuerwehr ein. Sie wird zu dem Wohnkomplex im Essener Westviertel gerufen. Alle verfügbaren Einsatzkräfte, 130 Mann, sind vor Ort. Bisher ist unklar, ob es Verletzte oder sogar Tote gibt. Die Krankenhäuser sind aber alarmiert, sollte eine große Zahl an Verletzten versorgt werden müssen. Lodernde Feuerflammen, es ging so schnell, dass wir immer noch weiche Knie haben. Also die Nachbarn sind quasi durch die Straßen gerannt, die wahrscheinlich direkt vom Feuer betroffen waren oder unmittelbar betroffen waren. Und die sind dann durch die Straßen gerannt und haben nach Feuer geschrien. Feuer, Feuer, Feuer. Also ich zitter innerlich, ne? Und mit all dem Hab und Gut, all dem, was einem lieb geworden ist, die ganzen Erinnerungen sind ja alles weg, ne? Wir haben nur noch das, was wir am Leibe tragen, mehr haben wir nicht mehr. Wegen des Rauchs warnt die Feuerwehr die Anwohner, Fenster und Türen zu schließen.